Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ausschließlich hier auf 1Live im Radio, nicht im WDR Fernsehen. Und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Christiane, 24 Jahre. Ist meine erste Anruferin heute. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, ich habe eigentlich mich gemeldet zu dem Thema anonymer Sex. Ja. Ja, und zwar habe ich seit ungefähr einem halben Jahr regelmäßig One-Night-Stands. Ja. Die mir aber mittlerweile gar nicht mehr wirklich reichen. Aha. Seit einem halben Jahr One-Night-Stands. Wie viel denn seit den letzten, also in dem halben Jahr? So circa 20 ungefähr. War schon ganz gut. Ja, denke ich auch. Und die reichen dir jetzt nicht mehr? Nee, die reichen mir jetzt nicht mehr. Also ich würde gerne Sex mit mehreren Männern haben, ja, die mich auch nicht kennen oder mich auch nicht sehen können, beziehungsweise ich sie auch nicht sehen können. Man also, nennt es auch Gangbang, hm? Nee. Also so extrem dann doch nicht. Ja, Herr Christian, aber was du da sagst, ist so. Ja, ist ja, so. Gut. Okay, aber also unter Gangbang verstehe ich schon was anderes. Naja, das ist aber auch so. Da liegt eine Frau mit verbundenen Augen und die wird von mehreren Männern verwöhnt. Ja. So möchtest du es ja auch, so hast du es mir gerade gesagt. Ja. Das ist deine Fantasie, eine deiner schmutzigen Fantasien. Genau. Ne? Also das würde ich. Hör mal, was ist denn mit dir los? Bis vor einem halben Jahr warst du ein ordentliches junges Mädchen. Ja, da war ich noch ganz lieb. Und jetzt plötzlich rastest du völlig aus, oder wie? Ja, ich habe keine Ahnung. Nee, im Ernst, was war denn bis vor einem halben Jahr? Hast du da ganz normal, hast du einen Freund gehabt oder? Ich bin verheiratet. Du warst verheiratet? Ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Ich bin verheiratet. Und lebst mit deinem Mann auch noch zusammen? Ich lebe mit meinem Mann zusammen, der weiß das auch nicht. Und hast 20 One-Night-Stands gehabt? Ja, ungefähr. Und wie lange bist du schon verheiratet? Seit 4 Jahren. Und bis vor einem halben Jahr warst du treu? Ja. Und vorher hast du auch ein normales Leben geführt? Ja. Mal ein bisschen Sex und mal einen Freund und dann mal ein One-Night-Stand oder so? Ja, nee. Also, nicht mal? Nee, ich hatte vorher meine Beziehungen, ich ihn dann halt kennengelernt habe, geheiratet, dann alles ganz normal. Ja, und jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Daraus schließe ich, dass euer Sexleben einer Schlaftablette gleicht. Nein, gar nicht. Nein, auch nicht. Nein. Das heißt, es geht zu Hause auch hoch her. Ja. Und das gefällt dir auch? Ja, klar. Jetzt erklär mir bitte, Christiane, was vor einem halben Jahr passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe einfach nur jemanden kennengelernt und damit fing es irgendwie an. Der hat mich angezogen und ja, das kann man nicht wirklich erklären. Das war irgendwie ein Gefühl und... Da ist irgendwas in dir aufgebrochen. Genau. Irgendeine Sehnsucht, irgendeine Leidenschaft, eine Sucht wahrscheinlich. Richtig. Irgendwas. Ja. Liebst du deinen Mann sehr? Ja. Hast du nicht ein tierisch schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Doch, habe ich. Ja, ne? Ist doch klar. Ja, natürlich. Also wenn du jetzt schon 20 Mal fremdgegangen bist und dann auch noch die Sehnsucht hast, es noch doller zu treiben, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe da schon ein schlechtes Gewissen auf jeden Fall. Wie machst du das denn immer, dass der das nicht merkt? Ja, also wenn ich arbeiten gehe, ich habe auch viel Schichtdienst, dann kann ich halt auch schon mal sagen, ich muss nachts einspringen irgendwo und dann fahre ich nachts weg. Keine Angst, dass es irgendwie rauskommt? Doch. Doch. Du hast Sex mit deinem Mann? Ja. Wie oft in der Woche? 3-4 Mal. 3-4 Mal. Du hast Sex mit fremden Männern? Ja. Hast du auch noch Sex mit dir selbst? Ja, na klar. Oh. Wer hat das nicht? Ja, nee. Das gibt ja nur viele Pärchen oder Verheiratete, die sagen, okay, mein Partner ist mir genug. Und ich finde es ja okay, man sagt, aber ich frag ja auch nur. Belastet dich das alles sehr? Ja, also so von...
Vom schlechten Gewissen her schon, ja, auf jeden Fall. Ich überlege auch, ob ich ihm das sage. Ich muss ihm das auch irgendwann sagen. Mhm. Was meinst du, wie er darauf reagiert? Ich glaube, der wird da gar nicht viel zu sagen. Entweder wird er Sachen packen und mich rauswerfen oder er wird mir halt wirklich dann sagen, dass ich das nicht mehr tun will. Würde das nutzen? Ich denke schon. Also wenn er das weiß und wirklich ganz konsequent sagt, hör mal Mädel, jetzt nicht mehr, ansonsten ist vorbei, dann wird das, ich glaube, das wird schon ziehen. Mhm. Ich will ihn ja nicht verlieren, so ist es ja nicht. Also ich liebe ihn wirklich. Also du kommst mir dennoch, Christiane, sehr so locker dabei vor. Eigentlich ist das doch ein massives Problem. Du bist verheiratet und hast seit einem halben Jahr so eine Sexsucht und Sehnsucht, die dir ja selbst irgendwie unheimlich ist, ne? Weil du sie nicht erklären kannst. Mhm, und bei aller Leichtigkeit, was das Thema vielleicht auch sein könnte, denke ich schon darüber nach, was da los ist mit dir. Warum ist das so? Du liebst deinen Mann, du hast guten Sex mit deinem Mann. Hast du dir selbst? Du hast doch bestimmt selbst schon darüber gegrübelt. Ja, natürlich. Vor allem, ich habe immer eigentlich gesagt, bevor ich fremdgehe, werde ich lieber diese Beziehung beenden. Mhm. Und von heute auf morgen hat sich mein ganzes Denken gewandelt. Und das ist das. Aber nicht deine moralische Einstellung eigentlich, nein. Ne? Mhm. Nein, eigentlich nicht, aber mein Tun. Mhm. Also das, was ich tue, ist eigentlich was anderes als das, was ich denke. Bist du denn bei deinem Tun vorsichtig wenigstens, dass du darauf achtest, dass immer Kondome verwendet werden und so weiter? Natürlich, deswegen würde ich meinen Traum mit diesen vielen Männern auch nicht ausleben. Weißt du, was mich wundert bei diesem Gespräch, dass du vorhin gesagt hast, ich habe seit einem halben Jahr 20 One-Night-Stands und will jetzt eigentlich noch mehr. Ich will von mehreren Männern verwöhnt werden. Ja. Mich wundert, dass du nicht gesagt hast, ich habe seit einem halben Jahr 20 One-Night-Stands, will noch mehr, aber ich bin verheiratet und habe schlechtes Gewissen. Das wundert mich, dass du das nicht in einem Zug gesagt hast. Ja, weil das ist doch das Problem eigentlich, wenn ich es recht verstehe. Ja, natürlich, das ist mit das Problem. Mhm. Also ich habe auch diesen Traum, wirklich wie gesagt, dass ich mal mit mehreren Männern Sex habe. Wie ist denn dein Mann so drauf? Könntest du dir vorstellen, dass du ihn mit einbeziehst? Nein, Gruppensex, Partnertausch oder so? Nee, auf keinen Fall. Nicht. Und du wärst in der Lage, jetzt mal so rein hypothetisch, wenn er sagt, hier Mädel, reiß dich am Riemen, entweder unsere Ehe und die Treue oder ich gehe. Wärst du in der Lage, dich so zu, selbst so... Ich würde es tun müssen. Wenn ich ihn nicht verlieren will, dann werde ich es tun müssen. Mhm. Ich bin skeptisch, ob du es aushältst, ob du es schaffst, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja, ich auch. Mhm. Aber wenn ich ihm das sage, also wenn dieser Tag kommt und der wird irgendwann kommen, dann muss es auch so sein. Christiane, dieser Tag muss sehr bald kommen, finde ich. Weil das keine Basis ist für eine Ehe, für eine gute Gemeinschaft mit jemandem. Stell dir mal vor, es gibt die aller unmöglichsten Zufälle und Umstände, der kriegt das wirklich irgendwie raus. Wie schlimm das dann für dich ist und es ist viel schlimmer, als wenn du es ihm selbst beichtest. Ich meine, das ist jetzt schon schlimm genug, wenn du ihm von der Vergangenheit der letzten 6 Monate erzählst. Hast du denn mal versucht, in den letzten 6 Monaten dagegen anzugehen? Gar nicht. Warum nicht? Gar nicht. Ich habe es dafür zu sehr genossen, einfach dieses neue Leute kennenlernen, neu zu flirten. Neuen Sex zu haben, anders Sex zu haben wie zu Hause. Aber heißt das nicht doch, dass du dich ein bisschen gelangweilt fühlst und eingeengt fühlst in deiner Beziehung? Nee, ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist. Aber wenn man alles hat, sucht man sich doch nicht was Neues und Zusätzliches noch. Ja, vielleicht habe ich einfach zu früh geheiratet. Vielleicht. Ich weiß vielleicht. Es nicht. Aber eigentlich bin ich so zufrieden. Ich meine, zufriedener wäre ich, wenn ich das halt so ausleben könnte, wie ich wollte. Mhm. Also jetzt auch in der Öffentlichkeit und nicht dieses ewige Versteckspiel. Mhm. Aber eigentlich bin ich zufrieden in der Beziehung. Ich bin ganz ratlos. Ich glaube dir das. Ich bin ganz ratlos, weil ich schon sicher bin, dass da was Komplizierteres und Komplexeres hintersteckt, was einfach nur so ein bisschen Spaß am Sex. Das kann mit deiner Person zusammenhängen, das kann mit eurer Beziehung zusammenhängen. Mhm. Und
Die Probleme kommen ja eh richtig auf dich zu, wenn du es ihm sagst. Mhm. Ich bin der Auffassung, dass du es ihm sagen solltest oder sofort damit aufhören solltest. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich dieses Gespräch, also ich nehme es ja gerade auch auf, ja? Ihm morgen einfach vorspielen werde, mhm. also ohne mhm. große Worte. Mhm. Also dann möchte ich dich noch mal in aller Klarheit fragen. Du bist also bereit, für deinen Mann und für eure Ehe dieses alles sein zu lassen? Ja, natürlich. Und dir tut es auch im tiefsten Herzen leid, was da passiert ist? Ja, weil es einfach ist es gegen meine innere Einstellung. Mhm. Nur ich kann dagegen im Moment nicht. Wärst du denn bereit, da ich ja wirklich glaube, dass da was Größeres hintersteckt, dich mal für einige Sitzungen in die Obhut eines Psychologen zu begeben? Ich wäre dazu bereit, natürlich. Ja, allein nur, um herauszufinden, woher das ja. kommt. Dann würde ich dich gerne mal mit meiner Psychologin gleich verbinden. Die kann dir mal ein paar Tipps geben, was ein guter Psychologe in deiner Gegend ist und so weiter. Vielleicht kann sie auch noch ein paar Worte zu dir sagen. Und ich wünsche mir, dass ihr eure Ehe rettet, wenn dein Mann das jetzt hier hört. Ich wäre sehr verletzt an seiner Stelle. Ja, ich auch. Ja, genau. Ich wenn auch. Du das erfahren würdest von ihm, wie würdest du denn reagieren, wenn er sagt, hier, Christiane, 20 Mal in den letzten 6 Monaten? Ja, ich würde ihn auch fragen, warum hat er das getan. Aber wenn er mich fragt, ich kann ihm ja auch keine richtige Antwort geben. Mhm. Ja, es hängen ja noch so viele andere Sachen dran. So viele kleine Lügereien, wo du was gesagt hast, wo du bist zu ihm und du warst ganz woanders. Und währenddessen liegst du mit einem anderen Karl im Bett und so weiter. Mhm, richtig. Habt ihr Kinder eigentlich? Nein. Nee. Ja, ich hoffe, dass du das und ihr das in den Griff bekommt, Christiane. Mhm. Meine Psychologin heißt Elke heute Nacht. Mhm. Du legst auf und Elke ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Cool, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Meine Telefonnummer nochmal für euch, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Egal über welches Thema. Nächster Anrufer ist ein ganz junger Mann mit dem schönen Namen Freimut. 17 Jahre alt. Guten Morgen, Domia. Grüß dich. Schönen guten Tag. Wirklich ein schöner Name. Schöner alter Name. Dankeschön. Aber Freimut. Aus einem unschönen Grund an. Erzähl. Jean-Marie Le Pen. Oh je. Oi, oi, oi. Oh je. Das ist schlimm, ne? Was ja in Frankreich abgeht. Grausam. Also ich habe die letzte Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen. So sehr geht's dir zu Herzen? So sehr. Es ist ja nicht nur dieser Mann. Du bist nicht Franzose. Ich bin kein Franzose, ich bin Deutscher. Und dennoch geht es dir so? Selbstverständlich. Warum? Selbstverständlich. Kann ich dir sagen. Also das ganz kurz zusammengefasst. Wir leben ja nur in einer sehr gefestigten Demokratie. Ja, noch. Ich meine, in Italien gibt es einen Silvio Berlusconi. Ja. Über seine kriminellen Machenschaften brauchen wir nicht sprechen und er ist ein Rechtsradikaler. Auch das noch. Ja. Dann gibt es in Belgien Flamsblock. Dann in Frankreich Front National. In Deutschland gibt es Edmund Stoiber. Halt. Ja, komm. Ich protestiere. Warum? Nee, Freimut. Also bei allem... bei aller Identifikation mit dem, was du vorher gesagt hast, Berlusconi, ja, genau. Jetzt Le Pen, ein großes Erdbeben in Frankreich, so können wir die nicht über einen Kamm scheren. Aber Stoiber ist nicht mit Le Pen zu vergleichen, ehrlich. Nein, nicht mit ihm. Mit Le Pen ist ein ganz schlimmer Nationalsozialist. Ja, natürlich. Der ist noch schlimmer als Stoiber. Viel schlimmer. Stoiber ist ein demokratischer Politiker aus einer Mitte-Rechts-Partei. Der sich aber sehr gut mit Silvio Berlusconi versteht. Sehr, sehr gut. Und das halte ich für äußerst bedenklich. Also wie viele linke Politiker haben sich auch mit linken Diktaturen verstanden? Ja, gut. Also dieses, daraus würde ich noch nicht so sehr eine politische... Aber ich möchte jetzt nicht so darauf beharren, dass Stoiber auch so ein ganz harter Rechter ist. Aber er ist schon rechts, kann man schon sagen. Weißt du, wenn jemand wie Le Pen sagt, das hat er ja mal gesagt, dass die Gaskammern ein Detail der Geschichte seien und dass es gar nicht wichtig ist. Ja, ich weiß. Ne, weißt du. Und dafür ist er in Bayern übrigens verurteilt worden, für diesen Satz. Gut, das habe ich damals... Wegen Volksverhetzung verurteilt worden in Bayern. Ja. Nein. Also da müssen wir mal eine klare Trennlinie ziehen. Gut, ich bin auch ganz erschüttert darüber, was da in Frankreich passiert. Ja, und was mich noch mehr schockiert, ist, dass jetzt nach ersten Wahlumfragen am 5. Mai sehen Sie Chirac mit 80% vorn. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich schon, weil die gesamte Linke jetzt den konservativen Chirac unterstützt. Ja, aber es kommt ein bisschen zu spät. Also ja, die haben sich ja erst ein bisschen bekämpft so und... Weißt du, Freimut, ich glaube ja nun nicht, dass er Le Pen Präsident von Frankreich wird. Gut, ich hoffe es nicht, aber... Weißt du, was ich eigentlich viel schlimmer noch finde? Dass Berlusconi Chef von Italien ist. Ja, das stimmt. Aber was schlimmer ist, und weiß ich nicht.
Ja, doch, weil das viel, diffuser ist. Und Le Pen ist ja viel angreifbarer, viel klarer als ein Idiot. Ja gut, abzustempeln. Aber das Conny macht es ja viel subtiler. Das stimmt, aber du hast ja auch mitbekommen, dass der Le Pen zum Beispiel gesagt hat, wir wollen die Verträge oder die erste Amtshandlung wäre, Verträge mit der EU zu kündigen und da auszutreten. Ja. Wirklich auszutreten. Wir sind ja in Europa und Frankreich ist ja eine Demokratie. Ja, aber nochmal gesagt, er wird nicht Präsident. Ja, ich hoffe es nicht. Es ist einfach ein Warnschuss, dass in Europa so ein Mann schon so weit kommen kann. Aber haben Sie das nicht auch bei Jörg Haider gesagt? Er wird Jörg nicht Präsident. Kleines Licht. Kleines Licht. Ja, kleines harmloses Licht. Aber der ist schon ganz schön krass, der Jörg Haider. Ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Politik. Guck mal, der war Landeshauptmann, ne? So nennt man das in Österreich. Ja, in Kärnten. Aber das kannst du nicht vergleichen mit dem Staatspräsident Frankreichs. Natürlich nicht, aber ich sehe einfach eine große rechte Tendenz. Und wenn du dir vorstellst, der israelische Außenminister hat gesagt, wortwörtlich, ich kann es nicht wortwörtlich, das ja sagte, wenn Le Pen Präsident wird, die Juden sollen auswandern. Das ist sehr richtig so. Aber ich glaube, dass der israelische Außenminister auch mal ein bisschen klein mit Hut sein sollte, nach dem, was die da anrichten. Ja, das ist auch genauso schlimm. Und ich bin auch enttäuscht hier in Deutschland über die Politik. Ja. Das, was mich am größten angekotzt hat, war die Sache, dass Schröder gesagt hat, von wegen mit der Solidarität und so weiter. Das ist alles Quatsch. Ja. Weil man kann das nicht tolerieren, was da passiert. Also ich merke schon, du bist ein sehr engagierter, politisch denkender junger Mann. Ne? Ja, ist in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr. Also ich bin jetzt in der 11. Klasse und ich habe zum Beispiel versucht jetzt in der Schule auch das anzusprechen heute, aber unser Lehrer möchte da jetzt nicht so drüber sprechen. Sagen. Warum nicht? Er sieht es nicht als richtiges Forum. Es ist zum Beispiel auch so, dass du in den Schulen keine Infoblätter auslegen darfst für linke Gruppen oder Treffen, die gegen Krieg sind oder so. Das darfst du nicht. Es wird sofort abgerissen. Also, ich finde sehr beruhigend, dass wir in einem ausgesprochen demokratisch gefestigten Land leben, nämlich in unserem Deutschland, wo die extremen Rechten überhaupt nichts zu sagen haben. Überhaupt nichts. Guck dir die Wahlergebnisse an, die finden überhaupt gar nicht mehr statt. Ist doch wunderbar, darüber können wir uns doch freuen und da können wir auch verdammt stolz drauf sein. Ist aber nur der erste Blick. Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr war das ungefähr, ich glaube jetzt die Panorama oder Kontraste, da gab es einen Bericht über Rechtsradikale, die sich formieren in Gruppen, gar nicht mehr als Partei, weil da werden sie verboten. Die machen das so, ganz normal zu Veranstaltungen treffen die sich, das kann nicht verboten werden. Und dass sie halt wirklich diesen Umsturz wollen, wirklich europaweit. Es ist eine irre Minderheit in Deutschland. Ja, also ich bin da wirklich sehr optimistisch, wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, muss ich dir sagen. Ich glaube es natürlich auch, dass es jetzt nicht... Guck dir die aktuellen Wahlen in Sachsen-Anhalt an. Da hat außer der PDS, die mir auch sehr viel Sorgen bereitet... Warum bereitet die Sorgen? Weil das für mich keine demokratische Partei ist. Und sie ist das Relikt einer Diktatur, einer linken Diktatur. Das müssen wir auch so sehen. Die für unzählige Menschenrechtsverletzungen die moralische Verantwortung trägt. Ja, schon, aber wenn du dir jetzt auch die SPD oder CDU anguckst, Spendenskandale hier, Spendenskandale da. Ist aber nicht so schlimm, wie Menschen an der Grenze abschießen zu lassen. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt unabhängig von der PDS. Nein, worauf ich hinaus wollte, war, dass selbst da auch die Rechten, auch in Ostdeutschland, eben in Sachsen-Anhalt, überhaupt gar keine Schnitte hatten. Ja, nicht mal der Schill ist in den Landtag gekommen. Ja, es ist richtig, aber es gibt ja angeblich schon im Osten teilweise national befreite Zonen, muss ich mir vorstellen. Ja, es ist schlimm genug, dass es überhaupt solche Luft gibt. Ja, die gibt es immer noch. Und dass die Leute auch der Politik nicht mehr vertrauen. Es gehen immer weniger Leute zur Wahl. Ja, das ist das Schlimme. Und deshalb finde ich das auch gut, wenn ganz junge Leute wie du sich dafür so interessieren. Ja, ich kann leider nicht wählen, das ist das Problem. Ja, aber du kannst es aber bald. Dieses Jahr nicht. Nee, dieses Jahr leider nicht. Aber egal. Das ist ja wichtig. Guck mal, die Wahlbeteiligung in Frankreich war auch ungeheuer gering. Ja. Ein Drittel der Wahlberechtigten haben nicht gewählt in Frankreich. Ja, das ist Rekord. Also in das ist Rekord, ja. Genau wie in Sachsen-Anhalt, jetzt war auch ein Rekord. Eben, ja. Also ich glaube, dass jetzt in Frankreich wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute aktiviert und motiviert werden, zur Wahl zu gehen. Ja, aber das ist immer dieser erste Aufschub, der dann kommt. Aber irgendwann, wenn es wieder vorbei ist, dann lasst es nach. Und ich denke, das gefällt mir alles nicht mehr so, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Skandale und dass die Leute sich bereichern. Und
Ganz weißt ehrlich. Du, ich finde es gut, dass man das alles so benennt. Aber ich finde auf der anderen Seite, man darf aber auch nicht zu resignativ und nicht zu nörglerisch werden, weil dann arbeitet man auch wieder den Extremen in die Arme, nach dem Motto, hoch, die Politik ist ja generell schlecht. Die ist generell nicht schlecht. Es gibt verdammt gute Leute in unseren demokratischen Parteien, die Gutes für unser Land und auch für Europa machen. Aber Domian, ich habe eine Frage an dich. Du erinnerst dich noch an Graf Lambsdorff. Ja, klar. Steuerhinterziehung. Ja. Und heute spricht kein Mensch mehr darüber. Ja. Und der Mann engagiert sich jetzt für die Stiftung und ganzen Kram. Ich meine, das soll man nicht vergessen. Und die werden nicht bestraft. Ne? Und die kleinen Leute gehen in den Knast dafür. Das muss man mal so hart sagen. Was sagst du dazu? Ja, das finde ich auch so. Ich denke auch nur an den zurückgetretenen oder zurückgetreten wordenen Herrn Jagoda von der Bundesanstalt für Arbeit, wo ganz klar alles, vieles gefälscht worden ist und er trägt nicht die Verantwortung und kriegt noch eine dicke Pension. Ja, das finde ich auch alles schlimm. Aber wir dürfen, aber das sind immer wieder Einzelfälle, sage ich. Aber ich will dir noch eins sagen, ich finde es lächerlich, dass über Gerhard Schröders Toupet irgendwie in den Medien so viel berichtet wird. Allerdings, ja. Das ist doch peinlich, dass die Leute das interessiert. Jetzt frage ich dich aber auch mal, lass uns mal was ganz Profanes noch sagen. Ja. Findest du, dass ein Bundeskanzler sich die Haare färben darf? Ja, er hätte ganz anders damit umgehen sollen. Er sagen, schon vor ein paar Jahren sagen können, ja klar, steht's mir nicht, ich habe die Haare gefärbt, ganz cool und locker, aber dann, nein, habe ich nicht und so. Das ist doch einfach lächerlich. Ja, also ich merke allen, da wächst ein mündiger Staatsbürger heran. Ja, ich werde mich politisch auf jeden Fall engagieren in Zukunft. Ja, das ist gut, auch das muss man auch. Parteien man darf nicht jammern, man muss dann auch was tun. Ja, sonst bringt es nichts. Danke. Jammern kann jeder. Ja, genau das ist der Punkt, Freimut. Domian, mach weiter. Danke für deine Meinungsäußerung. Ja, ich dir auch. Ciao. Tschüss. Nathalie, auch 17 Jahre alt. Morgen. Hallo, Domian. Ich grüße dich. Nathalie, um was geht's? Auch um Politik? Nein. Nee. Ich habe ein anderes Problem. Nämlich? Ich bin seit ungefähr 4-5 Monaten in einer ABM-Maßnahme in Köln. Ja. Und das ist ein Projekt Arbeiten und Lernen. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt. Nee, aber nicht so richtig. Erzähl mal, was genau da abgeht, was du machst. Also ich muss eine Woche zur Schule gehen und eine Woche auf der Dienststelle arbeiten. Was ist das für eine Dienststelle? Bei der Stadt Köln. Und was musst du da machen? Ich bin jetzt im Büro eingesetzt, im Archiv. Ja, okay. So, und ich verstehe mich eigentlich recht von Anfang an mit zwei Arbeitskolleginnen. So, jetzt hatte ich mit heute, beziehungsweise gestern, mit meiner Sozialpädagogin aus der Schule und mit meiner Chefin ein Gespräch gehabt. Da hatten sie eben gesagt, dass ich die Dienststelle wechseln kann, dass das soweit kein Problem wäre, aber eben bis Ende der Woche noch dort bleiben müsste. So, mit zwei anderen Arbeitskollegen hatte ich mich immer recht gut verstanden. Ja. Denen erzählte ich das dann auch. Einmal war es ein Mann und eine Frau. Die Frau hat sich nachher entfernt und der Mann meinte nachher nur noch, ja, ich finde das schade, ich würde dich ja auch nochmal gerne picken, du würdest sowas dafür kriegen. Und wie bitte? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das hat der Arbeitskollege zu dir gesagt? Ja, und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich machen soll. Du warst in dem Moment, ich zuck gerade richtig zusammen, weil ich das gar nicht erwartet habe, so was Schlimmes, was du da sagst. In dem Moment warst du allein mit dem im Raum. Ja, also das ist ein größerer Raum, wenn sich der andere, die Arbeitskollegin, die hat sich weiter entfernt und dann kann man das nicht verstehen. Älterer Kollege? Ja, ein älterer. Wie hast du da in dem Moment drauf reagiert? Da ist man ja geschockt. Ich bin geschockt, ich bin mit 6 Jahren vergewaltigt worden. Und ich kam mir vor wie ein kleines Kind, das wieder hochguckt und sagt, bitte, tu das nicht oder lass das. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. In dem Moment hast du gar nichts gesagt? Ich konnte nichts sagen. Ja. Ich bin nur noch auf Toilette gerannt und ich musste mich übergeben. Es kam alles hoch, alles. Das ist schade, ich würde dich gerne auch noch einmal ficken. Das hat der Mann zu dir gesagt? Ja. Genau so? Genau. Du bist 17. Du bekommst auch was dafür. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich will da nicht mehr hin, aber ich will auch nicht meinen Abschluss mir vermiesen. Das ist wichtig für dich, ne? Dass du es weitermachst und durchziehst. Und verstehe. Ich bin früher stark abgestürzt. Ich war drogenabhängig und alles. Jetzt wohne ich in einer Mädcheneinrichtung. Bisher lief alles ganz gut und jetzt wieder der Absturz. Ja. Ich kann nicht mehr.
Du bist 17 Jahre alt, ne? Ja. Und das geht dir nur wirklich sehr nah und sehr zu Herzen. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du auch konkrete Angst, dass da vielleicht doch was passiert sogar? Ja, ich bin 2 Stunden am Tag, Ende des Tages noch mit ihm alleine. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie viele Tage bist du jetzt noch da? Bis Freitag. Bis Freitag. Ich glaube nicht, dass ich hingehen werde, weil ich weiß es nicht. Mhm. Das hört sich jetzt krass an, aber dann lasse ich mich krank schreiben. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, wie man das gut machen kann, dass du auf keinen Fall deine Ausbildung gefährdest. Das handelt sich um die Stadt Köln, ne? Ja. Stadtverwaltung Köln. Ja. Da muss es eigentlich eine Frauenbeauftragte geben, soweit ich informiert bin. Weißt du das? Das hatte man mir auch schon mal erzählt, eine Mitarbeiterin von unserem Haus hier. Mhm. Aber ich weiß es nicht, ob das das Richtige ist. Ich weiß es nicht, ich habe einfach Angst. Also das sind ja nun Vertrauenspersonen, die solche Ämter innehaben. Und die sind ja genau auch eingesetzt, um Frauen und Mädchen unter anderem, die in solche Situationen kommen, zu helfen. Natürlich haben die auch andere Aufgaben. Wir machen mal Folgendes, Nathalie. Du unterhältst dich jetzt gleich mit meiner Psychologin. Ja. Und die Elke wird ja auch diesbezüglich noch einen Tipp geben, an wen du dich wenden sollst. Ich finde, du solltest dich an jemanden wenden, weil ich auch sehr wütend bin über solche Männer, dass die das machen und dass die das sich herausnehmen und Mädchen wie dir so eine Angst machen. Das ist, heute ist das passiert, ne? Ja. Mhm. Ich verstehe das nicht. Mhm. Frauenbeauftragte der Stadt Köln. Das ist deine Ansprechpartnerin. Wie das alles läuft und wie man das macht, darüber unterhältst du dich jetzt mit meiner Psychologin, mit der Elke. Okay? Ja. Liebe Nathalie, alles Gute von Herzen. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.37 Uhr und 4 Sekunden. Ist noch, nee, 27 und 6 Sekunden. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ihr Lieben, da sind wir wieder. 1.29 Uhr und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Jennifer ist jetzt bei mir. Und Jennifer ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Jennifer,
grüße dich. Um was geht's? Um unglückliche Liebe. Oh je. Ja. Bei dir? Ja. Erzähl. Ich habe mich ganz schwer, glaube ich, in meinen Therapeuten verliebt. Psychotherapeuten? Ja. Hui. Ja, ist nicht so toll. Nee. Viele verlieben sich in ihren Therapeuten. Ja, habe ich auch schon gehört, aber wie man damit umgeht und so und vor allem... Lass mich mal so die Grundfakten fragen. Du bist solo? Ich bin solo, Na Gott sei Dank, haben wir schon mal ein Problem weniger. Wie lange bist du schon in dieser Therapie? Ich war in der Therapie, das war stationär. Ach so. Und ich muss noch mal hin, das sind so phasenweise, muss man da immer hin und im Augenblick bin ich aus der Therapie raus. Warum bist du in diese Therapie gekommen? Weil ich magersüchtig bin. Weil du magersüchtig, also ein Essgestört bist. Genau. Wie lange warst du mit ihm so in Kontakt? 4 Wochen lang, jeden Tag 4 Stunden. Ja. Also außer am Wochenende natürlich, aber sonst war jeden Tag 2 Stunden morgens, 2 Stunden nachmittags Therapie und dann immer nur mit ihm alleine. Ja. Ja. Intensive Einzeltherapie eben. Ja. Wie geht's dir denn jetzt überhaupt mit deiner Magersucht im Moment? Ach ja, im Moment geht's eigentlich. Also wie viel wiegst du? Jetzt 51 Kilo. Wie groß? 1,71 Meter. Mhm. Und kannst einigermaßen essen? Ja, nicht so, wie ich es jetzt mit meinem Therapeuten ausgemacht habe, aber es ist schon viel besser als vorher. Mhm. Weiß er das? Nein. Also, dass du verliebt bist in ihn? Nee, das weiß er nicht. Hast du irgendein Anzeichen wahrgenommen, dass er sich für dich auch interessiert? Nein, auf keinen Fall. Das ist ja, also er hat eine Freundin, das weiß ich. Mhm. Wie alt ist er? Och, Mitte 30, wenn nicht sogar Frau. Mhm. Ja, und für mich wird er sich überhaupt nicht interessieren. Mhm. Ich glaube auch, dass diese Verhältnisse, solche Verliebtheiten in der Regel zu 95-98% nicht realisiert werden. Mhm. Und dass man sich da sehr verrennt, wenn man sich in den Therapeuten verliebt. Das ist unter Umständen noch komplizierter, als wenn man sich in seinen Hausarzt verliebt oder so. Ja, weil da spielen ja noch ganz andere Dinge eine Rolle, wenn man psychologisch behandelt wird. Ja, das stimmt. Warum hast du dich in ihn verliebt? Ja, ich denke mal, also wahrscheinlich, ich bin lange Zeit mit vielen Problemen rumgelaufen und dann war da jemand, der mir zugehört hat. Mhm. Das ist ja sein Job, ich weiß. Ne? Und irgendwie so die Art und das, klar, wenn man jeden Tag so lange miteinander zu tun hat, dann die Atmosphäre, die dann entsteht, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich angefangen, ihn dann ziemlich schwer zu vermissen, schon am Wochenende, wenn er dann nicht da war und so. Hast du dich in den Mann verliebt oder in die Rolle, in den Therapeuten? Eigentlich eher in den Mann, weil... Oder kannst du das überhaupt noch auseinanderhalten? Ja, ich denke schon. Also wenn ich mich nur in den Therapeuten verliebt hätte, ging es mir auch darum, nur weiter über mich zu reden oder so. Mhm. Und eigentlich habe ich auch angefangen, ich wollte unbedingt auch wissen, natürlich, ob er eine Freundin hat und... Das hast du ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt, ob er Kinder hat. Und hat er geantwortet? Ja, er hat gesagt nein. Mhm. Und dann habe ich ihn zufällig unten mal getroffen mit seiner Freundin. Weil die reden ja nicht so viel, ne? Vom Berufs wegen. Ja, eben. Das ist ja auch meistens richtig so. Ja, klar. Jetzt fieberst du dem Moment entgegen, wo du ihn wieder triffst. Ja, ich muss telefonischen Kontakt mit ihm halten. Mhm. Und ich muss eben in ein paar Monaten wieder hin. Zur zweiten Therapiephase, die wird ja auch bei ihm sein. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das machen soll oder ob ich da wieder so eine Intensivtherapie, ja, wo du jeden Tag mehrere Stunden mit ihm zusammen sein wirst. Ja, wieder 4 Wochen. Ja. Das ist nicht so gut. Auf der anderen Seite, ich möchte da nicht hingehen und sagen, ja, ich habe mich in sie verliebt und möchte einen Therapeuten wechseln, weil das will ich ja eigentlich. Also das ist ja überhaupt nicht das, was ich will. Nein, aber wir müssen jetzt mal den Fakten ins Auge gucken. Die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine Liebe entsteht, ist eigentlich gleich null, sage ich jetzt mal so. Ja. Sonst hättest du vielleicht auch von ihm irgendetwas gemerkt. Aber ich würde dir da keine Hoffnung machen wollen. Nein, ich habe auch keine Hoffnung. Du findest ihn als Therapeuten gut? Ja, auch. Ja, nee, frage ich. Also du findest ihn auch wirklich gut in seiner Arbeit? Ja. Mhm. Und du würdest eigentlich auch gerne bei ihm weiter in Behandlung sein? Ja, eigentlich schon. Mhm. Doch, ich denke, weil er weiß ja auch alles jetzt in 4 Wochen. Mhm. Da müsste ich ja sonst alles normal aufrollen. Und du bist jetzt wirklich so verliebt, wie man verliebt ist, dass du ständig an ihn denkst, dass du Schmetterlinge im Bauch hast und Träume kitschigster Natur hast, was du gerne mit ihm alles machen würdest wollen. Und ja, sowas. Herzchen malen auf meine Unterlagen und so. Furchtbar. Weißt du, was ich glaube? Hm? Nö. Wenn das jetzt noch weiter steigt und zunimmt, was ich vermute, wie du es mir schilderst,
dass du dann natürlich eine normale therapeutische Behandlung vergessen kannst in der nächsten Therapiephase. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du eröffnest ihm das und ihr, und das wird Gegenstand vielleicht für ein, zwei Therapiestunden, dieses Thema. Oder du sagst ganz freiwillig gleich, ich verzichte auf die weitere Therapie mit diesem Mann, was wahrscheinlich sehr schwierig ist. Ne? Das müsstest du ja begründen. Na klar, und wenn ich in der Klinik bin, dann sehe ich ihn ja sowieso. Also das ist immer dann, naja. Ich finde, du musst es ihm sagen, Jennifer. Ja. Du musst es ihm sagen. Ich glaube nur, dann wird er professionell genug sein, mit der Situation umzugehen und dir auch da behilflich sein können, hoffe ich mal. Ja, ich auch. Hoffe ich mal. Jeder sind ja noch keine Psychogötter, die Psychologen. Dass ihr dann doch noch ein ordentliches Verhältnis miteinander findet, nämlich als Patient und Psychologe. Ja, aber ich denke, ich meine, es ist ja auch Mensch. Also wenn ich ihm das sage, dass wir trotzdem alles verändern, das gibt dann trotzdem eine komische Atmosphäre. Ja, aber dann wäre vielleicht auch ganz schlüssig, dass er dann sagt, okay, unter den Umständen kann ich diese Intensivtherapie nicht machen, das muss dann ein Kollege machen. Ja. Klar. Vielleicht resultiert aber auch, ich bin auch sehr skeptisch, ob das so eine wirkliche Verliebtheit ist oder ob das nicht nur so ein wirklich auch so eine Begleiterscheinung deiner, du hast ja nur auch schlimme Zeiten hinter dir. Ja, ich habe das auch schon gelesen überall und so, dass das also durchaus normal ist und das hört man abwarten soll. Genau, das hört man ganz oft, dass Leute sich dann an den Therapeuten klammern und plötzlich meinen, dass sie noch in ihn verliebt sind. Vielleicht, dass wenn du ihn unter anderen Umständen irgendwo in der Kneipe, in der Disco kennengelernt hättest, dass du dich gar nicht für den interessieren würdest. Aber aufgrund dieser speziellen Rolle, die er hat, das nun entstanden ist. Wie auch immer es entstanden ist, es ist nun mal da. Mhm. Und wenn es noch stärker wird, finde ich, musst du es ihm sagen. Das ist wichtig für deine weitere Genesung, Jennifer. Mhm, klar. Obwohl es natürlich auch, also es war für mich dann, es war schön, wenn er sich gefreut hat, wenn irgendwie Sachen geklappt haben. Wir haben so einen Plan eben mit der Gewichtszunahme und so gehabt. Mhm. Und es hat am Anfang, also es hat dann irgendwann super geklappt. Und dann war natürlich auch immer ganz, als Therapeut ist dann super Erfolg auch gewesen. Und ich habe manchmal Angst, dass es nur deswegen geklappt hat, dass ich das dann einfach nur um ihn eine Freude zu machen, weil es jetzt allmählich wieder absagt. Und naja, wenn es dir so gelänge, so die schlimmsten Hürden zu überwinden, wäre es ja auch okay. Mhm. Und wenn du dann auf eigenen Beinen stehen könntest, wenn du das für ihn gemacht hättest. Also Jennifer, ich glaube nicht an die Verwirklichung dieser Liebe. Nein, ich auch nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn es stärker wird, dass du es ihm dann sagen musst in eurer ersten Sitzung oder vielleicht sogar schon am Telefon. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, dir auch, danke. Und tschüss, Jennifer. Okay, tschüss. Patrick, 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Ich wollte deine Show auf jeden Fall mal ganz groß lieb grüßen. Du machst die beste Show, die es gibt. Dankeschön. Und ich habe ein riesengroßes Problem. Erzähl. Und zwar, ich war in Tunesien gewesen, über Ostern, und habe da meine große Liebe kennengelernt. Ach, ich dachte schon, du hättest irgendwas, du wärst Zeuge von dem schlimmen Terroranschlag gewesen. Ja, ob das so schön ist, weiß ich nicht. Nein, ich dachte schon, du wärst Zeuge dieses Terroranschlags. Nein. Da war ich schon zuletzt zu Hause gewesen. Also, ja, und das Problem liegt drin, ich habe eine feste Beziehung hier in Deutschland. Ich habe eine Freundin seit 3 Jahren fast. Und hast dich jetzt da verliebt? Ja, ich habe mich da verliebt. Es war die Liebe auf den ersten Blick gewesen. Also wir kamen mit der Tunis-Air-Maschine in Tunis, in Monastir an. Ja. Also sie kam mit der Tunis-Air-Maschine aus London an. Eine Engländerin also? Engländerin, ja. Engländerin, Kelly heißt sie. Kelly. Nicht mit Kelly-Family am Na, wer weiß. Ja, und ja. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, Augenkontakt, haben ein bisschen angefangen zu flirten. Da habe ich mir gedacht, okay, schöne Frau, mag nett und lieb sein, aber das ist ja nichts mit zu tun haben. Ja, da habe ich mich in meinen Bus reingesetzt, habe gewartet. Wir kamen da 2 Minuten später an, ja, die Kelly. Ja, und natürlich ist auch in die gleiche Modelle ausgestiegen wie ich. Ja, und dann kam das große Problem, was machst du jetzt? Also ich habe mich wirklich total verknallt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange warst du in Tunesien? 7 Tage leider nur. Sieben Tage, ja. Ist es richtig zur Sache gegangen in den 7 Tagen? Ja, es ist richtig zur Sache gegangen. Wir sind jetzt, ganz ehrlich gesagt, zusammen. Aber du bist in Deutschland und hast auch hier deine feste Freundin. Ja. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mit meiner festen Freundin meine Beziehung beenden soll, die ich 3 Jahre Zeit führe fast. Ah, aber die feste Freundin hier in Deutschland weiß noch nichts davon.
Die weiß noch nichts davon, nein, gar nichts. Du bist dann jetzt auch schon eine ganze Weile wieder zurück, ne? Ich bin schon so eine Weile zurück, über eine Woche, fast 2 Wochen jetzt zurück. Ja, ja. Und du telefonierst viel mit London? Wir telefonieren fast jeden Abend, jeden zweiten Abend telefonieren wir. Entweder rufe ich sie an oder sie ruft mich an. Sie lebt in London auch? Also wir sind super in Kontakt. Sie lebt in London? Ja. Also wir können nicht ineinander. Sagt sie auch. Also ich kann nicht. Ich muss deine Stimme jeden Tag hören. Ja, Patrick, das klingt ja alles sehr eindeutig, ne? Das klingt ja mega eindeutig so. Ja, aber es sind doch meine Freundin hier in Deutschland irgendwelche Gefühle da. Ja, aber offensichtlich nur irgendwelche, ne? Nicht mehr die ganz Großen. Ja, nicht die ganz Großen, aber es ist ein kleiner Funken vorhanden. Ja, das wäre auch schlimm, wenn nach den Jahren da kein kleiner Funken mehr vorhanden wäre. Ja, weil aber die das Haupt ist ja auch die Entfernung. Was ist die Entfernung? Die Entfernung ja nach England, das ist ja... Was heißt das? Das ist ja eine Liebe auf Entfernung. Das sind ja schon über 1000 Kilometer so gesehen. Ja, und du, was heißt das? Warum sagst du das? Du meinst, dass es keine Zukunft hat oder wie? Ja, also mir macht es nichts aus, ob sie das mitmachen wird. Aha, ich habe schon mal eine Beziehung auf Entfernung geführt. In einem anderen Land, in Polen war das gewesen. Ja. Was sagt denn Kelly? Wäre sie denn dazu bereit? Also sie wäre dazu bereit. Sie... Na also, das ist doch die. Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, ob sie das macht. Wer weiß, wie das in 1-2 Jahren aussieht, ob ich dann meine 3 Jahre aufs Spiel gesetzt habe. Ja, das ist ja das. Ja, du das kannst jetzt ja nicht Risiko. Da berechnend und pragmatisch rangehen. Du musst jetzt das Herz entscheiden lassen. Ja, okay. Mit einer Versicherungspolice kannst du nicht in Liebesangelegenheiten reingehen. Das stimmt. Ne? Nochmal zu deiner Freundin hier. Du hast 2-3 Jahre, ne? Drei Jahre. Wohnt ihr zusammen auch? Nee, wir wohnen leider nicht zusammen. Nee. Ja. Wir wohnen getrennt. Sie macht eine Ausbildung, wohnt im Schwesternwohnheim. Ja. Wie war das denn, bevor du nach Tunesien gefahren bist? Wie war denn da eure Beziehung so? Also einwandfrei. Es gab keine Unstimmigkeiten und sowas dergleichen. Glaub ich dir nicht. Auseinandersetzungen. Doch, du kannst mir glauben. Wenn das ganz einwandfrei wäre, hättest du dich nicht Hals über Kopf für eine neue Frau verliebt. Da muss schon irgendwas, und wenn es unterbewusst war, war da schon was am Brodeln. Ich war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Mhm. Ich habe die Frau gesehen und gut, aber wenn du wirklich jemanden Schmetterlinge liebst, im Bauch gekriegt. Ja, springst du nicht auf die Liebe auf den ersten Blick mit einer anderen Frau an. Wie auch immer, es ist jetzt passiert. Ja, ganz genau. Und dein Herz schlägt sehr für Kelly und du denkst sehr viel an London und an sie. Ganz genau, mehr als meine jetzige Freundin. Mehr als an die jetzige. Natürlich sind da noch Gefühle und viele Erinnerungen und gemeinsame Sachen, die man gemacht hat. Sag's ihr mal. Mal sehen, was dann weiter passiert. Vielleicht erledigt sich das ganze Problem von alleine. Dass sie dann nämlich sagt, ne Junge, pass auf, so nicht. Ja, das denke ich mir auch, dass das so kommen wird. Ja. Ne Junge, also geh du deinen Weg, ich werde meinen Weg gehen. Du hast mich betrogen oder sowas. Wir sind immer ganz offen und ehrlich unter Beziehung gewesen. Aber ich will dir ehrlich sagen, so wie du redest, finde ich, musst du das auch beenden, weil der Hauptgefühlsstrom geht Richtung England. Ganz genau, ganz genau. Und das wird nicht länger knappen. Also wir verstehen uns viel zu gut, wir kennen uns auch viel zu gut. Sie merkt das auch mit der Zeit. Sie fragt mich auch die ganze Zeit, was ist im Urlaub gewesen? So, Schatzi, es ist nichts gewesen. Es ist weiß denn eigentlich deine... gewesen. Ja, wie schlimm. Weiß Kelly denn eigentlich, dass du eine Freundin hier hast? Sie weiß das, ja. Sie weiß das. Hab ich auch noch belogen, Gott sei Dank. Sie weiß das, also, rede morgen mit deiner Freundin, hier in Deutschland. Ich werde es versuchen. Und dann viel, viel Glück für die Zukunft. Ja. Und das ist schon schwierig, so eine Fernbeziehung zu führen. Schon weit weg. Aber es gibt ja so billige Flüge mittlerweile, dass man ja oft hin und her fliegen kann. Wollte ich gerade sagen. Also ich habe mal überlegt, die nächsten 2-3 Wochen auf jeden Fall mal für ein Wochenende rüber zu fahren. Ja. Im Hotel, ja, ist das auch nicht so teuer. Ja. Patrick, alles Gute. Ja, Domian, wünsche ich dir auch. Danke. Und alles Gute für deine Zukunft. Und danke super, dir, super Publikum. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian. Marcel, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Tod. Ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe ihn letzten Monat mitgekriegt, zumal mein Vater verstorben ist letzten Monat. Mhm. Und der ist am Herzen verstorben, der hat einen Herzschlag gekriegt. Wie alt ist dein Vater geworden? 54. Ja. Und für mich ist das noch kein Alter. Ja. Wenn er 80 oder 90 gewesen wäre, wäre okay. Es ist so, er fehlt mir teilweise nicht nur als Vater, sondern auch als Freund oder als guter Kumpel. Mhm. Und
ja, es ist auch so, dass ich eben halt nachts auf dem Friedhof gehe, also es ist schon dreimal vorgekommen und bei 2 Stunden am Grab sitze, ne? Mhm. Und ja, ich komme da eigentlich nicht drüber weg und also für mich, sag ich ja ganz ehrlich, gibt es auch ab die letzten Monate nichts mehr da oben. Also es gibt für mich keinen Gott mehr oder sonst irgendwas. Ich bin zwar katholisch, aber für mich gibt es da oben nichts mehr. Weil du so enttäuscht bist, dass dein Vater dir genommen wurde. Ja, genau. Kam das ganz plötzlich oder hatte er eine Herzkrankheit? Hat sich da schon irgendwas angedeutet? Nee, also er hat zwar viele Operationen gehabt, weil durch den Sport, er hat auch mit dir telefoniert damals gehabt, also was das damals, das müsste dieses Jahr gewesen sein. Er hat mit mir telefoniert? Ja, übers Boxen. Er hat dich sogar eingeladen nach Hamburg auf den Dom zum Boxen. Ja, ich erinnere mich in der Tat. Das war dein Vater? Ja, genau. Und wir haben jetzt also herausgekriegt, dass mein Vater zu dickes Blut hatte, dass er schon Herztabletten gekriegt hat, damit das Blut verdünnt wurde. Und ich kenne meinen Vater, der hat die Tabletten unregelmäßig genommen, sag ich mal. Mhm. Und ja, am Freitagabend ist er dann eben halt verstorben und am Samstag war dann die Polizei hier bei mir und hat mir dann eben mitgeteilt, dass mein Vater verstorben ist. Mhm. Du wohnst nicht mehr bei deinem Vater oder bei deinen Eltern? Ich wohne alleine, ich habe mein Leben soweit alleine. Ja. So eben halt, es ist auch so, dass meine Mutter öfters bei mir vorbeikommt. Aber die Eltern leben zusammen? Nee, die leben nicht mehr zusammen. Die sind seit jetzt knapp 4 Jahren getrennt. Ach so. Und wieso kam dann bei dir die Polizei vorbei und hat dir das gesagt? Und warum nicht deine Mutter? Hat dich angerufen oder so? Es ist eben halt so, dass meine Mutter und ich zusammen in einem Haus wohnen. Ach so. Und wir uns beide dann gleichzeitig auch angetroffen haben, ne? Ja. Und wo ist denn dein Vater verstorben? Er ist bei sich zu Hause im Bett verstorben. Und irgendjemand hat ihn dann gefunden? Ja, also es war so, er sollte zur Arbeit gehen und wir haben uns Sorgen gemacht, warum er nicht zur Arbeit kommt, weil die Arbeit ihm wichtig war. Mhm. Und ein Bekannter ist dann zur Polizei gefahren mitten in der Nacht und hat gesagt, Mensch, geht mal gucken, nicht, dass da irgendwas passiert ist. Mhm. Und er hat da den ganzen Tag auch angerufen und die sind dann hingefahren nachts und haben dann das Licht vom Fernseher gesehen, aus dem Fenster raus und haben dann die Tür öffnen lassen und verstehe. Der Lange dann verstorben im Bett. Ja. Ihr wohnt nicht zusammen, hattet aber dennoch einen sehr engen Kontakt. Wie oft habt ihr euch denn so gesehen? Ja, also ich sag mal so in der Woche vielleicht 4 bis 5 Mal. Doch, so oft. Mhm. Ja, also er kam fast, sag ich mal, jeden zweiten Tag und haben einen Kaffee zusammen getrunken oder eben halt sind wir zusammen Motorrad gefahren oder übers Boxen unterhalten und also es war schon ein gutes Verhältnis. Als du die Nachricht, diese schlimme Nachricht von der Polizei gehört hast, wie hast du denn da in der ersten Sekunde, in den ersten Momenten darauf reagiert und was ging in dir vor? Ja, also ich muss sagen, ich habe nicht gleich losgeweint. Ich hatte vielleicht eine halbe Stunde, Stunde später einen Nervenzusammenbruch. Meine Mutter hat einen Bekannten von mir angerufen, der ist mitten in der Nacht vorbeigekommen, morgens um 3:30. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin von Geburt an Epileptiker. Ja. Heißt, ich habe seit Geburt Anfälle. Mhm. Und ich habe an den Abend 2 bis 3 Stück hintereinander gekriegt. Mhm. Und ich habe auch erst wahrgenommen, nachdem ich in den Leichenschauhaus war. Das hast du gemacht, du bist ins Leichenhaus gefahren und hast den ja angeschaut. Nee, nicht angeschaut. Also bei diesem Bestattungsinstitut war ich gewesen. Ja. Und der hat mir dann den Personalausweis gegeben. Achso, du hast deinen Vater nicht mehr gesehen. Nee, ich wollte es auch nicht. Ich wollte es zwar, aber meine Mutter sagte, es hat gedonnert und geregnet, weil ich weiß nicht, was sie damit meint. Ich nehme an, er ist wohl aufgegangen von dem ganzen Wasser oder so, aber ich wollte es auch nicht, weil ich glaube, das wäre noch zu risikoreich für mich gewesen, dass ich dann Er ist doch in der Wohnung verstorben, ne? Das hat doch mit dem Regen dann nichts zu tun. Nein, es ist glaube ich, ein Spruch an sich. Es heißt bei uns in Norddeutschland, wo ich bin, dass das eben halt gedonnert hat. Und wenn das donnert, dann heißt das, dass die Toten aufgehen, sag ich mal, dass sie dicker werden. Ach so. Die fallen richtig auf. Ach so, ich verstehe. Und ja, aber du wolltest ihn nicht sehen und es ist vielleicht auch gut so, dann hast du ihn so in Erinnerung, wie du ihn das letzte Mal gesehen hast eben. Ja, genau. Mhm. Und ich habe ihn einen Tag eben halt vorher, bevor er eben halt verstorben ist, nochmal gesehen. Mhm. Und so, jetzt ist der Schmerz so groß, es ist vor einem Monat passiert.
dass du gar nicht zur Ruhe kommst, dass du nachts sogar auf den Friedhof gehst und dich aufs Grab setzt, ans Grab setzt? Ja, nach vorne hin. Also ich sitze praktisch dann im kalten Gras und unterhalte mich dann eben mit ihm, obwohl er eben halt da liegt. Und also es kommt jetzt nicht jede Nacht vor, es kam jetzt bisher dreimal vor. Mhm. Und ich sag mal so, ich muss auch bei ihm die Wohnung räumen. Mhm. Sag mal, ich habe das zugesagt, dass ich die Wohnung räume. Und eben halt, weil er im Bett verstorben ist und Nasenbluten gekriegt hat durch diesen Herzschock. Mhm. Ich habe mich auch erkundigt, es ist eben halt möglich, dass ein Mensch, wenn er das mit dem Herzen hat, Nasenbluten bekommt. Mhm. Das heißt, das musst du auch alles wegräumen und ja, ich habe also ich hab's weggeräumt, ich habe es geschafft. Mhm. Und es war schon grauenhaft. Das glaube ich. Sag mal, Marcel, hast du auch einen guten Draht zu deiner Mutter? Ja, die kommt jeden Tag zu mir. Sprichst du denn mit deiner Mutter über den Tod oder geht das nicht so richtig, weil die beiden wiederum nicht so ein gutes Verhältnis mehr hatten? Ach, ich sag mal so, doch, ich sprich schon mit ihr. Nur es ist eben halt so, mit ihr kann ich nicht so oder mag ich nicht drüber sprechen, weil sie hat zwar auch einen guten Draht zu ihm gehabt, auch wenn sie geschieden waren. Aber es also ist halt nicht mehr so wie früher mit den beiden gewesen. Nee, genau. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen anderen Bruder und also der ist auch total am Ende gewesen. Der hat dann eine ganze Zeit lang angefangen, eben halt Alkohol zu sich zu nehmen. Kannst du dich ja mit dem über den Vater unterhalten und über die Trauer auch? Über deine Trauer? Das geht. Es ist immer so sehr schwer, weil ich glaube, dass man muss das. Das ist halt das Schlimme im Leben, dass man diesen Schmerz ganz alleine ertragen muss. Und bei manchen dauert es ein Jahr, bei manchen fünf Jahre, bei manchen einige Monate, bis sie den schlimmsten Schmerz überwunden haben. Mhm. Das Einzige, was man tun kann, ist, glaube ich, dass man mit Menschen drüber spricht, dass man seine Trauer ausspricht, dass man nicht zu sehr viel in sich hineinfrisst. Aber die letztendliche Traurigkeit hat man natürlich. Ja, und es ist auch so, weißt du, Domian, ich habe es ja auch gesehen und bemerkt, wie es hieß, er sollte bestattet werden. Mhm. Der Pfarrer, der war so ausgekocht, der wollte Tatsache an die 250 Euro haben dafür, dass er eine Predigt hält von 2 Minuten und 80 Euro ein Orgelspieler und so. Mhm. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich rede dann und dann habe ich vor den ganzen Leute gesprochen und haben wir dann Musik vom Rekorder laufen lassen, seine Lieblingslieder. Mhm. Und es war trotzdem eigentlich sehr schön geworden. Das glaube ich, das war wahrscheinlich sogar viel schöner, als wenn es ein fremder Mann gemacht hätte. Ja, eben. Was habt ihr für Musik gespielt? Was macht? Einmal von Roger Wittinger, Abschied ist ein scharfes Schwert. Ja. Und dann haben wir noch so ein bisschen von den 80ern und den 60ern gespielt. Mhm. Von Elvis. Ja. Und ja, dann Eye of the Tiger. Mhm. Und ja, das war's auch. Marcel, mir tut es sehr, sehr leid und ich möchte dir wirklich von Herzen mein Beileid aussprechen. Dein Vater war wirklich sehr jung, dann noch mit 54 und ich erinnere mich wirklich an das Gespräch mit ihm. Ja, ich hatte das nämlich auch gesehen gehabt den Abend, als er mit dir telefoniert hatte. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch dein Vater. Und er sagte dann zu dir zum Boxen und dass sie dann mit den Blut so rumgekaspert haben. Und ich sag, Mensch, da muss man mit Domian über den Tod reden, also das geht nicht und so weiter, weil also es ist echt, man denkt heutzutage, also ich denke mir, er müsste jeden Augenblick sich eigentlich bei mir melden, aber es ist nicht so. Marcel, red so viel es geht mit deinem Bruder oder mit, wenn du einen Freund vielleicht hast oder eine Freundin. Hast du eine Freundin? Nee, ich bin, wie gesagt, 24 und Single, seit ein paar Jahren und ich hätte es gerne noch erlebt, dass mein Vater irgendwann mal eben halt einen Enkel auf den Schoß gesessen hätte. Rede so viel es geht mit deinem Bruder. Mhm. Das tut dir gut und das tut deinem Bruder gut. Und darüber hinaus wünsche ich dir einfach nur die Kraft, die nächste Zeit gut zu überstehen. Und hab immer im Visier oder im Auge und im Kopf, dass auf sehr lange Dauer dein Vater das nicht würde wollen, dass du so traurig bist. Der will ja, dass du ein gutes Leben führst. Das würde der wollen, wenn der entscheiden könnte jetzt noch. Ja gut, ich sag mal so, aber es ist eben halt mir so, jetzt wie ich dir vorhin auch schon sagte, also für mich ist da oben jetzt nichts mehr. Ne? Ich meine, er denkt vielleicht, Mensch, Marcel, denkt nicht so viel nach, macht dir nicht so einen Kopf, aber ich sag mal so, für mich gibt es da oben nichts mehr. Ich bin, wie gesagt, katholisch und auch konfirmiert worden und es ist eben halt so, für mich gibt es da oben nichts mehr. Also da ist... Mein Lieber,
Ich wünsche dir dennoch alles Gute von Herzen. Ja, danke. Alles Gute. Auf Wiederhören. Okay, gute Nacht noch, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Ralf, 37 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, hallo Ralf. Romian. Ich grüße dich, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schwierige Themen heute Abend. Ja, was ist dein Thema, Ralf? Ja, mein Thema, ich beziehe mich einfach eigentlich nochmal auf anonymen Sex. Mhm. Und ich habe mir eigentlich jetzt, seitdem ich in der letzten Zeit öfter wieder abends die Sendung höre, kam ja auch schon öfter auf dieses Thema, Gedanken dazu gemacht, ob ich auch in der Lage wäre, anonymen Sex zu betreiben, aus dem einfachen Grunde, weil meine Partnerschaft nicht funktioniert. Mhm. Und du bist in einer festen Partnerschaft, wie lange schon? 14 Jahre. 14 Jahre, verheiratet? Ja. Ja. Kinder? Ja, zwei. Zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 3 und 11. 3 und 11? Mhm. Ja. Wie gesagt... Und was heißt das? Du sagst, es funktioniert nicht mehr so. Funktioniert es sexuell oder generell nicht mehr so? Ja, gefühlsmäßig funktioniert es nicht mehr so. Das heißt also, im Bett läuft es nicht doll mehr oder gar genau, nicht? Genau. Und bei mir sind die Ansprüche zu hoch und von meiner Frau sind sie an sich so gering, dass es gleichgültig ist, sollte es funktionieren, aber es muss nicht sein. Also die Initiative geht immer von dir aus? Ja, grundsätzlich. Sie würde auch ganz darauf verzichten? Gerne auch können. Ganz darauf verzichten. Ja. Und wie oft habt ihr dann diesen routinierten 0815-Sex? Kann ich eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Also ist an sich so wenig, dass es fast, naja, Es ist eigentlich kein Thema mehr. Ja. Wie lange ist das schon? Für mich ganz einfach nur die Frage, wenn ich höre, wie darüber gesprochen wird, was die Leute eben so oder die einzelnen Anrufer so von sich geben, wie und aus welchen Beweggründen und so weiter. Und ich bin jetzt an einen Punkt gelangt, wo ich sage, okay, entweder ich gehe fremd, das ist für mich ja anonymer Sex, oder ich verkneife mir alles und warte, bis sich die Situation ändert, wo ich aber leider... Ich weiß, wann und wie, warum die sich ändern sollte. Wie ist denn euer Verhältnis, euer Leben sonst so? Funktioniert das gut oder ist es auch eher ein bisschen kühl und routiniert? Wenn man ständig entbehren muss, dann wird man irgendwann unzufrieden. Mhm. Also die Ehe ist im Klartext gesagt nicht in Ordnung. Genau. So kann man das sagen. Wie lange geht das schon so? Ja, das sind schon 2, 3 Jahre. Mhm. Hast du mit deiner Frau darüber gesprochen? Öfter. Und wie rechtfertigt sie sich und was ist ihre Position? Ja, sie rechtfertigt sich, indem sie sagt, dass sie andere Vorstellungen beispielsweise von Intimitäten hat als ich. Welche Vorstellung hat sie denn, wenn sie überhaupt gar nichts macht? Ja, einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, das kann man auch haben ohne Sex. Mhm. Dann könnte er auch Bruder und Schwester sein. Genau. Mhm. Und dann hätte ich auch bei meiner Familie wohnen bleiben können oder wie auch immer, dann hätte ich nicht heiraten brauchen. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eine Ausrede von deiner Frau, die traut sich wahrscheinlich auch dir nicht ins Gesicht zu sagen, dass sie auch schlichtweg keinen Bock auf dich hat. Das ist so. Sonst würde sie ja auch Initiative zeigen. Wie alt ist sie? 39 ist ja kein alter Mensch. Ist auch kein alter. Nee. Also da musst du, ich finde, dass da jetzt ganz entschieden etwas aufgebrochen werden muss. Und wenn es dazu führt, dass die Ehe aufgelöst wird und ihr vielleicht einfach nur, was heißt nur, auf eine gute Freundschaft euch... Könnte ich nicht. Warum? Könnte ich nicht. Wenn ich mich trennen würde, dann dafür ist mein Gefühl zu stark. Ich kann meine Frau nicht nur als Freundin betrachten. Warum nicht? Oder als Schwester. Nein, dafür sind meine Gefühle meiner Frau gegenüber viel zu stark. Das kann ich weil mir nicht antun. Das würde ich nicht ertragen. Jemanden, den ich so liebe, neben mir zu haben, wenn ich meine Hand nach ihm ausstrecke, dass es nicht erwidert wird. Ja, aber so ist die Situation doch. Ja, und deshalb überlege ich mir, komme ich in die oder bringe ich mich in die Situation, dass ich fremd gehe? Nee. Du musst dich in die Situation bringen, dieses noch entschiedener zu thematisieren in der Ehe. Und dann müsst ihr gemeinsam. Wie? Soll ich meine Frau unter Druck setzen, indem ich ihr sage, pass auf, es muss jetzt sein oder wie auch immer, oder wir müssen einen Weg finden und dann. Wir müssen einen Weg finden. Und das muss entweder so aussehen, dass sie sagt, okay, dann billigen wir uns gegenseitig Freiheiten zu. Oder. Wäre nicht ehrlich.
tut mir leid, damit könnten, hätte, wäre uns beiden nicht gedient. Na gut. Ich hätte, genau das ist der Haken an der Sache. Ja, aber was willst du denn? Du, Fakt ist, dass deine Frau mit dir keinen Sex mehr haben will, dass da nichts mehr läuft. Die Alternative ist, die zeigst du auf, dass du fremdgehen willst. Das ist ja nur der größte Beschiss deiner Frau gegenüber überhaupt. Also was gibt es für Möglichkeiten außer der Trennung oder dass man ein Arrangement findet, dass jeder vielleicht in sexueller Hinsicht seinen Weg geht? Mensch, Ralf, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, ja, damit man weiterreden kann, okay? Okay. Okay, tschüss. Jo. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder im Radio und im Fernsehen gleichzeitig. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen mit einer freien, wieder mit einer freien Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.